dem Tagesordnungspunkt 10.1 fort. Und hier liegt uns ein interfraktioneller Ersetzungsantrag vor, den ich zunächst bitten würde einzubringen. Und dann setzen wir in der Fraktionsrunde fort. Und es würde beginnen, diesmal Fraktion Die Linke. Herr Schulze. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, werte Gäste im Saal. Es geht um die Veranstaltung des Lustgartens auf dem Rosensportplatz in diesem Jahr zur Bunten Republik. Ein Antrag, dem in allen Gremien zum Teil einstimmig zugestimmt wird, der in der vergangenen Stadtratssitzung mit 36 Ja zu 30 Nein-Stimmen ein deutliches Votum erhält. Dieser Antrag wird mit einem Widerspruch ausgebremst, der die gesamte Realitätsfern und Arroganz der Rathausspitze zum Ausdruck bringt. Dieser Widerspruch stellt die gewählten Vertreterinnen und Vertreter dieser Stadt als einen Haufen dar, der nicht weiß, was er tut. Es wird behauptet, dass wir die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher der Bunten Republik Neustadt in verantwortungsloser Weise in Gefahr bringen, dass wir die Sicherheitsbehörden über die Möglichkeiten hinaus belasten würden, dass wir unsere Befugnisse und Kompetenzen überschreiten und die Bunte Republik und ihre Gäste. Ein wütender, randalierender, zu kriminellen Handlungen neigender Haufen ist, den man nur innerhalb durch das Ordnungsamt gesetzten Festgebietsgrenzen vor sich selber schützen kann. Danke für diese sehr klaren Worte und auf diese Sicht, auf dieses Fest und auf den Stadtrat, Herr Hilbert. Während das Stadtmarketingunternehmen DMG Veranstaltungen wie die Bunte Republik Neustadt, das Filmfest Dresden und weitere Veranstaltungen als Reiseanlässe für Gäste unserer Stadt bewirbt, wird im Gegenzug den Organisatoren und Veranstaltern durch die Ämter dieser Stadt die Veranstaltungsorte gestrichen, kurzfristig Zusagen zurückgenommen und Auflagen erteilt, die zum Teil innerhalb kürzester Zeit zu erfüllen sind. Der CSD sollte vom Altmarktverband werden, das Open Air für das diesjährige Filmfest Dresden musste kurzfristig seinen Veranstaltungsort wechseln, Zulassungen für Bühnen sollten von einem auf den anderen Tag vorgelegt werden, etc. etc. Das Handeln der Verantwortlichen im Rathaus ist widersprüchlich. Einerseits will man sich mit Veranstaltungen ein positives, kulturvolles, junges, kreatives, weltoffenes Image geben, Gäste in die Stadt holen und erhöht damit zunehmend auch die Besucherzahlen auf diesen Veranstaltungen. Andererseits verweigert man sich der Weiterentwicklung und den Problemstellungen, die mit diesen zunehmenden Besucherzahlen verbunden sind. Es entspricht in keiner Weise der Wahrheit, dass der Alaunplatz oder andere Straßen, wie zum Beispiel die Priesnitzstraße, niemals bei der Bunten Republik Neustadt für Veranstaltungen genutzt wurden. Wir erinnern uns noch gerne an Konzerte auf der Bühne im Stadtteilhaus, an Musik- und Filmveranstaltungen im Alaunpark. Aus welchen Gründen sonst würde es die Merkwürdenbühne im Alaunpark geben? Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, ich bitte Sie, Ihre ablehnende Haltung zu überdenken, das Gespräch mit den verantwortlichen und zuständigen Akteuren aufzunehmen, sich den bestehenden Problemen ernsthaft zu stellen, um gemeinsam und konstruktiv Lösungen zu finden. Die diesjährige BRN findet zum 25. Mal statt. Sie steht unter dem Motto, wir holen uns alle in ein Boot. Diese Einladung ergeht an Junge und Alte, Große, Kleine, Arme und Reiche, Hierlebende und Flüchtlinge, kurz an alle Menschen. Dazu wird ein selbstgebautes Boot eine Fahrt in die Bunte Republik Neustadt anbieten. Wir Neustädterinnen und Neustädter laden Sie ein, eine Fahrt mitzumachen und dabei vielleicht Ihren Blick auf die Bunte Republik Neustadt zu ändern und Ihre bisher ablehnende Haltung zu überdenken. Vielen Dank. So, als Beginn der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Frau Muth. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen und Gäste,
Ich selber habe in der Dresdner Neustadt schon viele Feste besucht, einige Projekte mit auf die Beine gestellt, auch zwei Straßenfeste als erstmalige Aktion sozusagen mit auf die Beine gestellt, und ich weiß daher sehr gut, wie schwierig es sein kann, wenn man sich mit den Vorschriften und den Gesetzen nicht auskennt, ein Fest zu veranstalten, das im öffentlichen Raum stattfindet. Und natürlich ist es dann auch wichtig und hilfreich, wenn die Verwaltung an dieser Stelle sagt, wo sind die Grenzen. Und natürlich ist dann auch wichtig, dass man sich selber kümmert und dann eben losläuft und dafür sorgt, dass man eben alle Genehmigungen einholt, dass man Sicherheit herstellt und so weiter. Bei der Bunten Republik Neustadt steht eine lange Geschichte dahinter, und die vielen Jahre haben es mit sich gebracht, dass gerade die Bunte Republik Neustadt eben kein urwüchsiges Straßenfest mehr ist und damit als einfaches kleines Festchen zu betrachten, sondern ein sehr großes, komplexes Gebilde geworden ist. Deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass auch die Verwaltung dort darauf aufmerksam macht, welche komplexen Zusammenhänge und auch vielleicht Gefahren entstehen können. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, dass an dieser Stelle, wo vor allen Dingen auch ein Verein sich speziell für dieses Projekt sehr stark engagiert und dort sich mit vielen Vorschriften mittlerweile genauso gut auskennt wie die Verantwortlichen der Verwaltung und eben auch sehr viele Möglichkeiten abgetastet haben, sehr wohl auch mit der Verwaltung zusammen, dass die jetzt den Eindruck haben müssen, dass sie einfach vor einer verschlossenen Tür stehen und sich damit auch verarscht fühlen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und sehr gut nachfühlen, und ich stehe auch mit diesem Verein in Kontakt und weiß sehr wohl, dass eben das Bild, das uns letztes Mal im Rat hier vermittelt wurde, dass dieser Verein nicht einsichtig wäre und keine Kompromisse zulässt, dass genau dieses Bild nicht stimmt. Wir wissen mittlerweile, dass es mehrere Grundstücke gab, die auch schon mit dem Ortsvorsitzenden, mit dem Ortsamtsleiter Michael Barth begangen wurden. Und es wurden viele Grundstücke mit ihren Vor- und Nachteilen begutachtet und für dieses Vorhaben diskutiert. Und letzten Endes waren dann zwei Grundstücke zur Auswahl übrig. Es stimmt auch nicht, dass der Verwaltung nicht bewusst war, dass der Kulturaktiv sehr wohl mit bestimmten Argumenten und nachvollziehbaren Argumenten den Standort Königsbrücker Straße 8 für sich ausschließen musste, weil der einfach nicht auf die Art bespielbar war, aufgrund der Verhältnisse, die dort eben vorherrschen. Und an dieser Stelle bin ich der Meinung, dass die Verwaltung eben nicht nur die Aufgabe hat, die Grenzen aufzuzeigen und die Richtlinien einzuhalten und die Bürger darauf aufmerksam zu machen, was geht und was nicht geht, sondern die Verwaltung hat auch die Pflicht, ein offenes Ohr zu haben und dort eben auch zu unterstützen, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen, zumal wenn diese Projekte nicht nur einen Selbstzweck haben, sondern auch für viele Gäste da sind und für viele Menschen, die in dem Stadtbezirk wohnen und sich sehr darüber freuen, wenn dort solche Aktivitäten sich entfalten. Und an der Stelle würde ich sagen, ist die Aufgabe in gewisser Weise unbefriedigend erfüllt worden durch die Verwaltung. Denn genau diesen Eindruck kann ich nicht sehen, können wir als Stadtrat nicht sehen und kann auch der Veranstalter nicht sehen, dass es eben darum geht, einerseits die Grenzen aufzuzeigen und andererseits die Möglichkeiten voranzubringen und eben dort aktiv mitzuwirken, dass das viele Engagement auch wirklich dann in dieses Projekt mündet schlussendlich. Und deswegen wünsche ich mir, und unser interfraktioneller Antrag zielt genau darauf, dass man für nächstes Jahr sieht, mit mehr Vorlauf, dass man sich eben an diesen Prozess wieder ran begibt und eben sagt, okay, wir wollen, dass dort dieses Engagement belohnt wird damit, dass die Projekte auch umgesetzt werden können und dass wir einfach dort jetzt gerade diese Konfrontation auflösen und eben sehen, was wir für dieses Projekt noch tun können, damit wir eben nicht letzten Endes jetzt dafür sorgen, dass die BRN vielleicht in den nächsten Jahren immer mehr zu einem Regularium wird, immer mehr eingeschränkt wird und damit dieses Straßenfest, so viel wie vielleicht die Grundlagen für andere Straßenfeste auch, zerstört werden. Danke. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Treves. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste. Die Bunte Republik Neustadt ist ein Aushängeschild für die Stadt Dresden. Sie wirkt dabei weit über die Neustadt und auch weit über Dresden hinaus. Sie ist bekannt mit ihrer 25-jährigen Geschichte, auch nicht nur im deutschen Rahmen, sondern bereits auch schon im europäischen Rahmen. Und es kommen Gäste in diese Stadt extra, um dieses Stadtteilfest zu besuchen. Die Bunte Republik Neustadt steht für Toleranz, für kulturelle Vielfalt und für ein lebendiges Dresden.
Und deswegen bin ich eigentlich immer der Auffassung gewesen, ist es die Aufgabe des Stadtrates und auch die Aufgabe der Stadtverwaltung, dieses Fest zu unterstützen und dieses Fest zu fördern. Der Stadtrat hat diese Aufgabe wahrgenommen, indem er diesen Antrag beim letzten Mal beschlossen hat, mehrheitlich. Von der Stadtverwaltung kann man das nicht unbedingt behaupten. Ich hätte erwartet, selbst wenn Probleme gesehen werden bei dem Vorschlag mit dem Russensportplatz, dass dann konstruktive und kreative Lösungen versucht werden zu suchen, dass man die Beteiligten alle an einen Tisch einlädt und versucht, Kompromisse zu finden, die für alle Seiten tragbar sind. Stattdessen haben wir in den Gremien des Stadtrates gesehen, bringen die Fachämter immer wieder neue Ausflüchte, immer wieder neue Gründe, warum eine Nutzung des Russensportplatzes nicht machbar ist. Und als das alles nicht mehr half, musste dann das Veto vom ersten Bürgermeister helfen. Das, finde ich, ist nicht ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Stadtteilfest, wo wir doch eigentlich die Aufgabe hätten, es zu unterstützen. Wir stehen vor der aktuellen Situation mit zwei gegenläufigen Trends, was die Bunte Republik Neustadt angeht. Zum einen haben wir steigende Besucherzahlen und eine steigende Anzahl von Ständen auf dem Fest. Und zum anderen haben wir die Situation, dass immer weniger Flächen in der Neustadt zur Verfügung stehen, die durch dieses Fest genutzt werden können, weil immer mehr Bauvorhaben realisiert werden, immer mehr Brachflächen verschwinden und anderweitig genutzt werden. Das bedeutet doch eigentlich in der logischen Konsequenz, dass wir endlich anfangen müssen, eine Diskussion über die Erweiterung des Festgebietes zu führen. Das hätten wir eigentlich schon in diesem Jahr machen müssen und es wäre auch für dieses Jahr nötig gewesen, wie das Beispiel Lustgarten zeigt. Aber wir werden es auf jeden Fall mit dem eingebrachten Änderungsantrag für die Zukunft machen. Und ich würde bitten, tatsächlich die Stadtverwaltung sich hier nochmal zu überlegen, ob sie ihre Position nicht ändern und schauen, was für dieses Jahr noch möglich ist, um die Bunte Republik so vielfältig zu erhalten, wie sie in der Vergangenheit war. Aber ich erwarte auch, dass wir für 2016 in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung eine organisierte Lösung finden, wie wir die Bunte Republik erhalten und ausbauen können. Dankeschön. Wird AfD-Fraktion das Wort gewünscht? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wir nehmen mit Respekt zur Kenntnis, dass Sie das Risiko der alten Vorlage erkannt haben. Ihr Änderungsantrag, dieser Prüfauftrag, kommt einer qualifizierten Risikoabwägung schon näher. Das lässt für die BRN insgesamt hoffen. Darum wird Ihr Änderungsantrag von uns mit Ja abgestimmt. Noch ein Wort zum Thema Verantwortung. Ein Menschenleben zählt mehr als ein Fest. Vielen Dank. FDP-Fraktion das Wort gewünscht? Nein. Dann CDU-Fraktion, Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kulturaktiv e.V. und lieber Mirko Sennewald, was liegt uns nun heute nach längerer Diskussion hier zur Beschlussfassung vor? Ein abgespeckter Antrag der rot-rot-grünen Mehrheit mit vielen Prüfaufträgen. Prima, die BRN ist in 6 Wochen. Heute soll hier die Verwaltung beauftragt werden, bestimmte Aspekte zu prüfen, teilweise sehr weitgehend, eine Erweiterung des Festgeländes. Meinen Sie wirklich, dass so verlässliche Politik aussieht? Meinen Sie, dass jetzt in diesen 6 Wochen diese weitgehende Entscheidung getroffen werden kann? Ja, wenn wir es gleich beschlossen hätten. Und Herr Drews hat hier so dargelegt, als wäre die Verwaltung völlig verantwortungslos mit dem Antrag umgegangen. Mitnichten. Es gab viele sehr intensive Ausschussdiskussionen. In jedem Ausschuss hat hier die Verwaltung auf die Probleme hingewiesen. Und es war auch nicht so, dass wir einmütig in den einzelnen Ausschüssen die Sachen abgestimmt hätten. Es gab auch entsprechende Änderungsanträge von uns. Die haben wir dann auch noch mal intensiv besprochen und selbst dann entsprechend auch davon Abstand genommen, weil wir uns eben mit der Thematik noch mal ganz intensiv auseinandergesetzt haben und
das Alternativangebot, was auch mit dem Ortsamtsleiter abgestimmt war, die Fläche auf der Königsbrücker Straße, ich habe dazu letztens schon ausgeführt, für besser erachtet haben. Darauf sind Sie aber nicht eingegangen und dieses Alternativangebot gab es. Und deswegen war es auch vollkommen richtig und schlüssig, dass die Stadtverwaltung nach dem Beschluss im letzten Stadtrat in Widerspruch gegangen ist, weil es ganz einfach um die Sicherheit der Menschen in dem Festgebiet geht. Und die sieht man eben nicht gewährleistet. Jetzt schlagen Sie hier vor, einen Fußweg quer durch den Alauenpark. Prima. Genau neben der Merkwürdenbühne. Und dazu möchte ich sagen, die Merkwürdenbühne, das ist die einzige Ausnahme für eine Veranstaltung im Alauenpark, aus gutem Grund. Sie ist traditionell zugehörig zur BRN, wurde von niemandem in Frage gestellt. Und wenn man Ihnen hier zuhört, dann gewinnt man ja den Eindruck, als würden wir die BRN künftig verhindern wollen. Mitnichten. Auch da wollen wir die Position beziehen, dieses Fest entsprechend zu stärken. Das kann aber nicht dadurch passieren, dass wir das Festgelände immer mehr ausweiten. Denn mit einer mehr möchte ich hier auch aufhören. Es ist kein unproblematisches Fest und es ist auch kein Fest, was keine Belastungen für die Anwohner und Anwohnerinnen der äußeren Neustadt mit sich bringt. Es gibt genügend, die das Weite suchen an diesem Wochenende. Es gibt genügend, Sie brauchen nicht zu grinsen, Herr Lichti, es ist einfach so, nicht alle wollen an dem Wochenende feiern, so wie das bei der BRN der Fall ist. Ich teile das im Übrigen, ja, keine Frage. Und ich finde es auch angemessen, so wie es bisher im Großen und Ganzen stattgefunden hat, wenn man sich an die Regeln hält, an die vereinbarten Schlusszeiten und so weiter und so fort. Dann ist es okay. Aber daraus ein Riesen-Mega-Event zu machen, über die Stadtgrenzen des Gebiets der äußeren Neustadt hinaus, das halte ich für fragwürdig. Wir sind natürlich dazu bereit, über die Zukunft der BRN zu diskutieren, dass man sozusagen Lösungen findet, wie das verträglicher gestaltet werden kann. Wir sind aber nicht bereit, eine Erweiterung des Festgebietes hier mitzutragen. Und weil wir in unserer Politik konsequent und verlässlich sind, werden wir auch heute den Änderungsantrag, auch wenn er jetzt fast zu einem mehr oder weniger sinnlosen Prüfauftrag für die Verwaltung verkommt und damit die Verwaltungskapazitäten wieder bindet, unnötigerweise. Wir lehnen das ab, denn ein Alternativvorschlag liegt vor und wäre man zu Kompromissen bereit gewesen auf Ihrer Seite und eben auch beim Kulturaktiv e.V., dann hätte man schon längst eine Lösung auf der Königsbrücker Straße haben können. Man hätte schon viel weiter sein können in der Vorbereitung der diesjährigen BRN. Bisher ist keine einzige Genehmigung an Anmelder herausgegangen für die Veranstaltung. Und das ist eben genau keine verlässliche Politik. Die Bühnen müssen ihre Künstler binden. Das alles passiert jetzt hier auf Risiko. Und wie wir das hier noch hinbekommen, mir schwant nichts Gutes und auch dafür tragen Sie wieder die Verantwortung, indem Sie einfach mal so ohne Sinn und Verstand so einen sinnlosen Antrag hier in die Diskussion eingebracht haben, der uns hier, ja Frau Filosin, tut mir leid, der uns hier wochenlang beschäftigt hat, die Verwaltung beschäftigt hat. Wir hätten es viel einfacher haben können. Erinnern Sie sich mal an Ihre Verantwortung, die Sie jetzt so gern wahrnehmen wollen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Engelmann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen und Gäste, wir beschäftigen uns ja jetzt sozusagen in der zweiten Sitzung mit dem Lustgarten in der Westerweiterung des Alauenparks und ich will vielleicht noch die Ausführungen, die auch der Herr Drews zum Beispiel schon gemacht hat, noch ein bisschen genauer ausführen. Es ist ja sozusagen das gute und formale Recht des jetzt sozusagen stellvertretenden amtierenden Oberbürgermeisters, gegen einen Beschluss des Stadtrats Widerspruch einzulegen, wenn er meint, er ist nachteilig. Warum meint er, er ist nachteilig? Er meint, dass dadurch Sicherheitsbelange betroffen wären. Er schreibt in dem Widerspruch, dass die Entfluchtungswege sowie Zuwegungen für die Sicherheits- und Rettungskräfte vorgehalten werden müssen. Das ist richtig. Was schreibt er weiter? Er schreibt, es geht bei dem Lustgarten im Alauenpark um ein neues Angebot, um ein neues kulturelles Angebot, um
wie war die letzte Formulierung, auch nochmal irgendwie ein neues Angebot. Das Lustgarten ist kein neues Angebot. Der Lustgarten hat auch in den letzten Jahren bereits stattgefunden. Er hat an einem anderen Ort stattgefunden. Es geht jetzt darum, ob er an einem anderen Areal als früher stattfinden kann, weil dieses nicht mehr zur Verfügung steht. Es wurde argumentiert, dass neue Angebote, wer hat gerade darüber geredet, ob das ein neues Angebot ist, zusätzliche Besucherströme erzeugen. Die Verlagerung von Angeboten erzeugt wohl kaum neue Besucherströme. Es wird damit argumentiert, dass die Rettungswege sich verlängern würden. Wenn wir uns das Areal angucken, um das es ging, im Alaunpark, dann kann es sich nicht um die Rettungswege dorthin handeln, es sei denn vom Sanitätsdienst auf der Luisenstraße aus gesehen, weil der Zugang zu diesem Gelände dort ist ungleich leichter möglich als im Zentrum der BRN, wenn man sich das sachlich ansieht. Es wurde damit argumentiert, dass der Bischofsweg dauerhaft freigehalten werden müsse und dass das dann nicht bewerkstelligt werden könne. Im Ausschuss selbst wurde uns von der Polizei auch berichtet, dass das im Moment nicht möglich ist, dass auch in den letzten Jahren das schon schwer möglich war. Im Gegenteil ist es doch aber so, dass wenn an den Zugängen zur BRN sich die Besucher stauen, sie auf so ein Angebot im Alaunpark, zu dem sie leicht zugänglich kommen könnten, weil dort eben kein Stau an den Zugängen ist, dass das gerade Staus auf dem Bischofsweg vermeiden helfen würde. Aber diese Argumente kamen nicht. Stattdessen wird spekuliert, dass die Unfallhilfestelle auf der Luisenstraße doch weiter weg sei vom Lustgarten als von anderen Standorten. Das stimmt auch nicht. Die Merkwürdenbühne ist weiter weg. Auch die Veranstaltungen, die Richtung Priesnitzstraße heruntergehen, nicht auf der Priesnitzstraße, sondern im Gebiet darum, sind weiter weg. Wie gesagt, es ist Ihr gutes Recht, einen Widerspruch einzulegen, wenn Sie meinen, etwas ist nachteilig für die Stadt. Aber wenn Sie dieser Meinung sind, dann begründen Sie doch bitte in der Sache, was da nachteilig ist. Und geben Sie uns nicht so etwas, was dann, wenn man sich's genau anguckt, einfach nur wieder in sich zerfällt. Und jetzt nochmal zum Herrn Thiele. 6 Wochen Zeit, ja, bis zur BRN 2015 ist leider nicht mehr viel Zeit. Deswegen sieht dieser Prüfauftrag auch die folgenden Jahre mit vor. Ich hoffe, dass 1 Jahr und 6 Wochen in etwa genug Zeit sein können, diese Prüfung durchzuführen. Und vielleicht geben Sie auch der Verwaltung die Chance, diese Prüfung durchzuführen und vielleicht auch im Punkt 4 die Entwicklung aller Stadtteilfeste zu fördern. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben einen Ersetzungsantrag vorliegen, den ich zunächst zur Abstimmung stellen würde. Wer diesem die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Eine Enthaltung, 20 dagegen und 44 dafür, damit angenommen. 44 gegen 20 zu einer. Wir kommen damit.